بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى لي بجشوستم إسلام السلام عليكم ورحمة الله Ja, es ist, glaube ich, die Verbindung ist gerade nicht so wunderbar, aber okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich wollte sagen, die Facebook-Seite, die wird gleich inshallah aktiviert. Und wer mir erstmal folgen will, der kann das gerne über Instagram tun, und zwar Pia Vogeldauer. Ja, weil ich finde, dass das über Instagram wunderbar läuft momentan. Ja, ich kriege den ganzen Tag nur sinnvolle Fragen gestellt. Einer, der will, dass die Freundin zum Islam konvertiert. Einer, der fragt, wie er Tauba machen kann von seinen Sünden. Der Nächste fragt, wie er auf der Arbeit, wie er das mit Jumu'ah macht. Der Nächste fragt, also den ganzen Tag. Einer hat Zweifel wegen einigen Islam-Kritikerseiten bekommen und ja... Und das ist, läuft wunderbar, Alhamdulillah. Aber wie gesagt, nur Leute, die dich wirklich interessieren, weil ich habe keine Lust auf irgendwelche Besserwisser und Schlaumeier. Ja, aber da haben wir hier zu viele von auf Facebook. Es ist mir zu blöd. Also wer Nutzen haben will, wer profitieren will von mir, kann gerne auf Instagram gehen, inshallah, und auf den YouTube-Kanäle. Und der Instagram-Name ist Pierre Vogeldauer, in einem geschrieben. Also Pierre Vogel und dann D-A-W-A. Na, wollte ich nur gesagt haben, ansonsten kann ich euch sonst irgendwie helfen, Brüder. Inshallah, gibt es irgendwas, wie ich euch helfen kann. Inshallah, sind 111 Leute jetzt gerade online. 112. Inshallah. Wie gesagt, like diesen Beitrag, teilt diesen Beitrag, damit so viele Leute wie möglich Bescheid wissen. Wie gesagt, über Instagram, inshallah, wird das jetzt erstmal laufen. Die Seite wird erstmal aktiviert. Okay? Assalamu alaikum, Habibi, wie geht es dir? Wer? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Sophia Oma Mira. Ja. Geht es der was? Geht es in wem? Nix, danke. Sie ist gut aus. Fit. Ich finde, sie sieht total grauenhaft aus heute. Boah, bei dem Licht sieht sie aus. Naja, okay. Geschmackssache. Das ist klar. Assalamu alaikum Jamia. Jawed Hakani. Subhanallah, Bruder, muss ich mal gucken. Gute Frage. Jumu'ah Mubarak. Es wird auf jeden Fall nicht überliefert von den Sahaba und von den Salaf, dass die anderen gesagt haben, Jumu'ah Mubarak, Jumu'ah Mubarak. Aber ob man das sagen kann, es ist prinzipiell widerlegt wird mit I geschrieben, nicht mit IE. Du lernen Deutsch, dann weiterreden. Ja. Bisschen müde aus? Nee, müde bin ich eigentlich gar nicht. Zu UFC schauen, Bruder. Bruder, du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich nicht aufgebe. Sonst hätte ich schon lange aufgegeben. Ja, aber hier sind leider... man muss das dort machen, die Dawa, wo sie am meisten bringt. Und ermahne dort, wo die Ermahnung nützt. Ja, ja. Good morning. Bruder, ich muss gucken nachher. UFC anschauen, Bruder, ist definitiv eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss, insbesondere was die Aura angeht. Ja? Also Großteil der Lehrgelehrten sind der Meinung, dass man die Aura, also auch zwischen Bauchnabel und Knie, von einem Mann nicht angucken darf. Und das ist natürlich dort meistens der Fall. Ja? Wieso ist dein Video von YouTube gelöscht? Welches Video genau, Bruder? Ein bisschen... Kann man Drogen beten und nehmen? Man muss beten, aber natürlich, wenn man gerade im Rausch ist und nicht weiß, was man sagt, dann darf man nicht beten. Denn Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُوا السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَ. Kommt dem Gebet nicht nah, während ihr betrunken seid. Und betrunken damit ist natürlich auch im Rausch. Wir haben uns in Azizia gesehen, mashallah, ich kann ich jetzt gar nicht erkennen. وَلَيْكُمْ السَّلَا. Bruder, das Problem ist, ich sehe da so viele Leute. Man kommst du nach Bremen oder Bremerhaven? Nach Bremen komme ich nie mehr. Inshallah. Also werde ich nie mehr kommen. In Bremerhaven war ich nicht. Da ist nichts geplant. Ja? Wie gesagt, ich habe momentan einiges zu tun mit der Familie. Und von YouTube gelöscht? Das weiß ich nicht. Ich verwalte. Auf welcher Seite denn in YouTube? Auf welcher Seite? Hm. Denner,
Malik ist erlaubt für einen Junge, kann man nennen. Aber nicht Al-Malik, weil Al-Malik ist ein Name von Allah. Kommst du nach Hamburg? Inshallah. Mal gucken. Hatte ich eigentlich schon öfter vor. Es ist halt momentan ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe einiges, wie gesagt, mit der Familie zu tun, einige Termine, sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen beschränkt man sich auf die Dauer hier über das Internet. Viel Stress, es geht eigentlich, es geht. Momentan ist es etwas mehr Stress, weil meine Frau gerade nicht in Deutschland ist. Die ist nach Marokko zu ihrer Familie, weil ja ihr Bruder beim Autounfall ums Leben gekommen ist letzte Woche. Deswegen habe ich einiges zu tun hier. Oder kannst du mir antworten? Es geht um meinen Papa, der ist vor 2 Jahren gestorben, aber ich träume jeden Tag von ihm. Er will mir irgendwas sagen damit. Schwester, ich kann dir da leider nicht helfen. Ja? Du müsstest vielleicht auf Instagram mir genaue Details von diesen Träumen sagen. Vielleicht kann ich dir da helfen, aber ich bin kein Experte im Traumdeuten. Na, Bruder, guck mal. Ich würde dir empfehlen, Elidon Jafari, ne? Salam alaikum. Ich würde dir empfehlen, ich habe einen Vortrag, Achi, der Vortrag heißt Alles um uns herum ist Schwein. Da gehe ich sehr, sehr stark auf dieses Thema ein. Und dies gilt natürlich auch für Rindergelatine, wenn das Rind nicht halal geschlachtet wurde. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Schau dir mal den Vortrag an. Alles um uns herum ist Schwein. Gib es bei YouTube ein. Da findest du sehr viele Details über die Schweinegelatine. Und dasselbe, was ich da sage, gilt auch für Rindergelatine, wenn das Rind nicht halal geschlachtet wurde. Pierrevogel.de, ja, die heißen alle so. Es gibt einen schwarzen Kanal, Bruder, und es gibt einen blauen Kanal. Ja, aber ich bin die nicht am Verwalten. Und einer ist da vielleicht auch gar nicht reingekommen, vielleicht ist auch gelöscht worden. Ja. Ist ein Käfer ist das, Bruder. Bruder, ihr müsst nicht diese Leute immer beachten. Leute, heute habe ich mindestens 30 Minuten meiner Schätzung nach mit jemandem geschrieben, der sich alle Videos von irgendwelchen Islamkritikern und Ex-Muslimen und Laberköpfen angeschaut hat. Und ich habe ihn auf all jedes Argument eine Antwort gebracht. Und ich habe ihn gefragt, warum schaust du dir nicht unsere Vorträge an? Warum schaust du dir das nicht an? Der Schwarze, keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt zu dem, der den schwarzen Kanal macht. Kein Kontakt. Ja. So, und deswegen, ich verstehe nicht, warum sich Leute andauernd irgendetwas angucken von Islamhassern und Islamwiderlegern, anstatt sich die Vorträge von Muslimen anzuschauen. Und wer kein Wissen hat über die Religion und schaut sich solche Videos an, wo der Islam schlecht gemacht wird, so schlecht, so schnell kann ein Zweifel bei Ihnen ins Herz kommen, dass er vom Islam abfällt. Diese Videos sind für Leute, die kein Wissen in der Religion haben, gefährlicher als Pornofilme. Und ihr wisst schon, was ich über Pornofilme gesagt habe, wie gefährlich die sind. Ja, ich habe gesagt, einmaliger Konsum kann dein Herz schon zerstören, kann dich zu einem Bekloppten machen, dass du eine Frau nur noch als totales Lustobjekt siehst. Ja, das ist meine Meinung dazu. Aber solche Videos anzuschauen, wenn man kein tiefgründiges Wissen von der eigenen Religion hat. Ja? Ich meine, der uns heute angeschrieben hat, beziehungsweise mich, ich bin ja froh darüber, dass er mich angeschrieben hat. Oder wie viele gibt es, die diesen Schwachsinn konsumieren und die kontaktieren keinen, der ihnen die Antwort geben kann? Nein, man muss es unterlassen. Wenn man kein Wissen hat von der Religion, darf man sich das nicht angucken. Es kommen schnell Zweifel ins Herz. Es ist einfach so. Ja, das muss man ganz klar sagen. Komm mal nach Gütersloh, mein Freund ist auch Moslem, er kommt aus Gambia. Ah. Alhamdulillah, ja, Gambia, boah, in Afrika, mashallah, gibt es so viele Muslime, Alhamdulillah, aber Gütersloh, wie gesagt, ist momentan nichts geplant. Schwarzen Kanal? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mit dem Schwarzen Kanal, also das verwaltet jemand für uns. Und ja. Keine Ahnung. Sonst noch irgendwas, liebe Geschwister, aber ich muss jetzt gleich Schluss machen. Wie gesagt, um 18 Uhr wird hier der Kanal erstmal deaktiviert. Ja. Aber haben Sie, wenn man seit Jahren täglich Streit und Gewalt und versucht alles, aber es wird nicht besser. Schwester, guck mal.
Das Beste ist, du schreibst die Frage bei Instagram, weil ich kann hier wenige Zusammenhänge richtig verstehen. Du hast das jetzt auch bestimmt versucht, kurz und knapp zu bündeln, aber ich kann den Zusammenhang nicht richtig verstehen, ja? Ist das in einer Ehe? Ist das in der Schule? Wo ist das? Welchen Zusammenhang hat das genau, ja? Okay, ich muss dann Schluss machen. Ich wünsche euch was. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.